Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Wir sind, oder beziehungsweise wir haben im letzten Part den Greif getötet und haben danach Yennefer getroffen. Und die wollte allerdings, dass wir mitkommen hierhin. Ich habe aber gerade keine Ahnung mehr, wo wir sind. Ich weiß gerade überhaupt nicht mehr, wie das heißt. Es tut mir leid, wir können ja kurz mal auf die Weltkarte gucken. Wir sind in Wüsimal, richtig. Und dort sollen wir einen anscheinend nicht ganz so freundlichen alten Bekannten treffen. Aber ich gucke mich erstmal hier ein bisschen um. Aufnehmen. Einen Becher. Nein, den brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Oh, ein Buch. So, let's read incoming. Ich werde, denke ich, auf jeden Fall noch irgendwann Bücher lesen. Oh, und Flaschen nehme ich auch mal mit. Wasser. Oh, eine Wasserflasche ist nice. Oh nein, die Kerzen wollte ich jetzt nicht aus. Das tut mir jetzt leid. Entschuldigung. Kann ich nochmal baden? Schade. Oh, und Brot! Brot ist auch sehr gut. Die Opposition Niftgarden. Und let's read incoming. Also wie gesagt, wenn ihr mal Bock habt, irgendwie, dass ich ein paar Bücher lese, lasst gerne mal was von euch hören. Ich hätte da auf jeden Fall wieder sehr Bock drauf. Let's Read war eins der geilsten Projekte damals. Ist ja auch jetzt schon lange leider vorbei. Ein Kelch, aber Traum. Ein Schwert gegen Hexen. Auch wieder ein Buch. Ich drücke die ganze Zeit L3 aus Versehen. Aber hier bekomme ich auf jeden Fall gerade schon mal sehr viel Essen und sowas. Das ist eigentlich richtig geil. Damit kann ich sehr gut arbeiten. Lass mich hier noch ein bisschen umgucken, aber jetzt scheint hier nichts mehr zu sein. Dann können wir gleich sehr gerne mit der Story weitermachen. Gnomische Scherze. Ach, ich drück wieder. Mann. Okay. So, wir sollen uns nämlich umziehen. Wir sollen uns eins von den drei aussuchen. Also ich muss sagen, das in der Mitte auf gar keinen Fall. Das sieht ja mal richtig schwul aus. Ah, nichts gegen Schwule. No racism hier, ne? Also, nichts, ne? So, das hier, ach, ich weiß nicht. Also entweder links oder rechts. Ich muss sagen, das linke gefällt mir ein bisschen besser. Wobei, ist das nicht genau dasselbe? Das sieht einfach genau gleich aus. Das ist genau gleich, oder? Was ist denn daran anders? Okay, wir nehmen einfach mal das, weil ich finde, das sieht ganz gut aus. Wie gesagt, das sieht zwar genauso aus wie das ganz rechts, aber... Naja, naja. Wir gucken erstmal hier. Oh, da Trauben. Oh, geil, Alter, Trauben, ey. So. Ja, wir müssen uns umziehen. Ja, ja, ich will wieder umziehen! Dankeschön. Zack, zack. Zack. Oh, guck mal hier. Ein Badetuch. Nice. So, ich würde sagen, ich bin ready. Ja, moin. Ah, der war ja nicht so sympathisch. Ja, bei dem funktioniert das X diesmal. Wenn ich mit ihm reden will, geht das nicht. Schwarz steht dem Herrn. Stellt das Gewand den Herrn zufrieden? Ich bin ja auch ein Emo. Schwarz steht mir immer. Nein, Spaß. Ich hätte schon, ja, also das ist easy. Ein beschlagenes Wams mit einem Schwert auf dem Rücken, das würde mich zufriedenstellen. Doch bist du in Nilfgaard? Ja. Ein Sprichwort. Also was jetzt? Nase pudern? Nicht nötig. Der Tern des Herrn ist hell genug. Der Herr wird vor dem Herrscher von Nord und Süd stehen. Ich muss mich vergewissern, dass er sich zu verneigen weiß. Ja. Eigentlich habe ich ja keinen Bock, mich vor dem zu verneigen. Deshalb, ne, weißt du was? Ich bin kein Schwein. Vielleicht ein bisschen. Aber, nee. Nein. Ich bin doch kein Wildschwein. Ich weiß, wie man sich verneigt. Ach so. Zeige er es mir bitte. Ja, war doch gut. Ist die richtige Verneigung vor einer Hure an der Straßenecke. Nicht für den Kaiser von Nilfgaard. Ja, ist er das etwa nicht? Sehe er her. Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust.
Der Herr wird dies üben. Das sah gerade ein bisschen komisch aus. Scheiße, ich hab nicht aufgepasst. Hände an die Seite auf gar keinen Fall. Rechte Hand auf die Brust? Moment mal, der ist so. Der hatte die rechte Hand auf der Brust, ne? Sieht aus wie ein Kampf, Dance Move. Doch wir haben gelernt, von Nordlingen weniger zu erwarten. Komme er mit mir. Okay. Reichert jetzt. Ich muss dem folgen. Na gut. Habe ich hier noch irgendwas? Oh, mal, reden, Entschuldigung! Ah ja, da war ja noch der Catch-Oh. Entschuldigung. Eure Herzmagnifizienz? Ich sehe, dass der Herr zum Scherzen aufgelegt ist. Ich fürchte bloß, dass der Kaiser diese Disposition nicht teilt. Eure Majestät reicht aus. Klar, deutlich und respektvoll ausgesprochen. Mal schauen, ob ich das machen werde. Ingrimi ep art kerser, date wenn adan in karn ep morvut, em hier war em reis. Verneiden. Nö. Der will doch was von mir, ich will doch nichts von dem. Eure kaiserliche Majestät. Arrea ep to orde. Evelien namin wat gern wavort. Mensch. Scheiße, verbeugen, ey. So viele Monate an Folters Hof. Und doch hast du die Grundlagen der Etikette nicht gelernt. Wie heißt es doch? Einem alten Wolf bringt man keine neuen Kunststücke bei. Sicher habt ihr mich nicht rufen lassen, um über die guten alten Zeiten zu sprechen. Ruhe. Meine Tochter Cyrilla, sie ist zurück und in Gefahr. Die wilde Jagd ist hinter ihr her. Du wirst sie finden und zu mir bringen. Sicher, dass sie zurück ist? Seid ihr sicher? Ciri ist gegangen. Weit, weit fort. Meinst du, ich würde dich mitten im Krieg herzitieren, um ein Gerücht zu diskutieren? Ich meine, dass jeder sich irren kann. Sogar ein Kaiser. Ich hatte vergessen, wie unverschämt du sein kannst. Ich habe keine Zeit, dich zu überzeugen. Und auch kein Interesse. Yennefer wird das tun. Nach der Audienz. Ja gut, aber warum ich? Warum kann das nicht Yennefer machen? Wie viele Männer habt ihr in der Armee? 20.000? 30? Warum also ich? Du weißt warum. Weil sie dir vertraut. Sie vertraut mir, richtig. Sag die, mir also, die ist doch weggegangen, wie soll die mir vertrauen? Ich bezweifle, dass es um all die verlorenen Jahre geht. Staatsräson, wie immer. Schluss mit dem Geplänkel. Du wirst auf jeden Fall zustimmen. Und sei es nur deswegen, weil ich dich bezahlen werde. Besser, als du üblicherweise bezahlt wirst. Sehr viel besser. Information. I need information, not motivation. Ich brauche Informationen, keine Motivation. Ciri hinterlässt kaum Spuren. Sie wird schwer zu finden sein. Meine Spione werden dir helfen. Verlass dich auf sie und auf meine Armee, falls es notwendig wird. Yennefer erzählt dir den Rest. Diese Audienz ist beendet. Mererit? Okay, dann werde ich mal mit Yennefer talken müssen. Zauberin. Mit der wollte ich ja sowieso ein bisschen talken. Okay. Hat der Herr nicht verstanden? Habe ich nicht deutlich gemacht, dass man sich vor dem Kaiser zu verneigen hat? Schon gut. Es ist nichts passiert. Dem Herrn nicht. Doch ich werde bestraft werden. Bitte. Bleibe er nah und belästige er niemanden. Wir hatten genug Brüche der Etikette an einem Tag. Beruhige dich. Was? Tja. Weißt du, ist nicht mein Problem, mein Freund, dass du bestraft wirst. Ich kann nicht schneller laufen als das hier. Oh Mann.
Gwyn Har, Dwe Gledivan. Esiad, an Bad Gern Gerald. Die königlichen Gärten. Okay. Warum eigentlich nicht? So, ist da Jennifer drin, oder was? Wenn der Herr soweit ist, möge er mich aufsuchen, um seine Habe zu holen. Oh, hier kann ich wahrscheinlich wieder viele Sachen holen. Oh, da freue ich mich ja drauf. Ich guck mich halt gerne nicht um. Was wird aus Temirien? Das weiß ich auch nicht, aber das könnte ich mal lesen. Wie gesagt, ich habe richtig Bock, Bücher zu lesen. Auf jeden Fall. Ich denke, ich werde das auf jeden Fall mal machen. Das Bild ist halt nur, ein Part wird halt nicht für ein Buch reichen. Denke ich mal, weil die Bücher sind nicht so lange wie von Skyrim. Aber dann werde ich vielleicht mal ein Part machen, wo ich einfach mal ein paar Bücher lese. Oh, ein Brot! Und eine Tabakpfeife. Nice. Ich glaube zwar nicht, dass er raucht, aber... Ein Knödel! Ja, easy, ein Knödel. Und eine Quecksilberlösung. Nein, nicht aus... Egal. Was ist das denn, grüner Schleim? Okay. Ein Babymi. Direkt aus dem Sagen der Nordlinge. Unfassbar. Das ist eine Tabakpfeife. Dörr-Obst. So, hier kriege ich wahrscheinlich wieder ein Buch. Porträt der älteren Völker. Ein Jammer, dass ich keine Zeit habe. Nice. Wobei, das Buch hat schon ein bisschen Inhalt. Muss man ja sagen. Oh, da geht Katzin los. Geralt, diese Tunika. Du siehst einfach umwerfend aus. Ach, könnte ich sie bloß ausziehen. Unter anderen Umständen würde ich das als Vorschlag werten, den ich sogar wahrnehmen könnte, aber wir haben was zu tun. Verstehst du jetzt, warum ich an Emias Hof bin? Mhm. Und jetzt sitzen wir wohl im selben Boot. Ciri, ist sie wirklich wieder da? Oder irrt er sich vielleicht? Schau, so sieht sie jetzt ungefähr aus. Jedenfalls unseren Agenten zufolge. Unsere kleine Hexerin ist eine junge Dame geworden. Ja, das ist die, von der wir geträumt haben, ne? Als kleines Kind, die ja dann gestorben ist, leider. Ganz erwachsen. Sieh einer an. Sie ist erwachsen. Euer Training in Kaer Morhen ist Jahre her. Es hat sich viel verändert. Du nicht. Kein bisschen. Ich habe deine unbeholfenen Komplimente vermisst. Aber konzentrieren wir uns auf Ciri, ja? Gut. Emir sagt, die wilde Jagd sei hinter ihr her. Bis zu den Ereignissen gestern hätte ich das kaum geglaubt. Wie haben sie uns aufgespürt? Wegen mir. Weißt du, ich habe Monate damit verbracht, nach Ciri zu suchen. Mit Ortungszaubern, Haruspitie, Geomantie, einfach mit allem. Ich wusste, dass die wilde Jagd es merken und mich sogar finden könnte. Aber ich dachte, ich hätte sie getäuscht. Tja, du hast dich wohl geirrt. Ich habe seit einiger Zeit gespürt, dass sie mir auf den Fersen war. Wenn du und Emhirs Soldaten nicht gewesen wärt, hätte sie gekriegt, was sie will. Noch so eine Begegnung kann ich nicht riskieren. Es ist Zeit, die Magie beiseite zu lassen und konventionelle Methoden einzusetzen. Den besten Fährtenleser, den ich kenne. Du musst sie finden, Geralt, bevor es die wilde Jagd tut. Was will denn die wilde Jagd von ihr? Die wilde Jagd. Was kann sie von Ciri wollen? Keine Ahnung, Geralt. Ich hätte sie ja angeschrieben und... Angeschrieben? WhatsApp oder was? Ich weiß nicht. Ich weiß so viel wie du. Es muss um ihr Blut gehen. Um ihre Gabe. Aber was die Jagd mit der Gabe vorhat, darüber will ich lieber nicht nachdenken. Okay, wurde die irgendwo gesehen? Wo genau wurde Ciri denn gesehen? An zwei Orten. Velen und Novigrad. Ja. Die Spur in Velen ist aussichtsreicher.
Da solltest du zuerst hingehen. Frag nach einem Kaufmann namens Henrik in der Taverne am Scheideweg. Er ist einer der kaiserlichen Agenten und sollte sich mit dir in Verbindung setzen. Das war's? Keine Losungen, keine geheimen Begrüßungsrituale? Nein. Tut mir leid, dir die Kindheitsfantasien über die Spionage zu verderben. Wir haben in Novigrad nur unbestätigte Meldungen und Gerüchte, aber du hast da die Hilfe unserer gemeinsamen Bekannten. Triss Merigold, die hat offenbar eine gemütliche Wohnung am Marktplatz. Sie wird bestimmt entzückt sein, mich zu sehen. Was ist mit dir? Was hast du vor? Ich segle nach Skellige. Da hat es neulich eine magische Explosion gegeben, die einen halben Wald zerlegt hat. Ich glaube, dass das was mit Ciri zu tun hat. Ich bin in Kaer Trolde. Komm zu mir, wenn du was erfahren hast. Warum hast du mich nicht früher hierfür kontaktiert? Noch eins, bevor wir gehen. Warum hast du nicht versucht, mich zu erreichen? Hast du mich nicht gebraucht? Wolltest du mich gar nicht sehen? Ich wollte nichts verderben. Ich hörte, Triss und du wären ein tolles Paar. Jen, ich hatte das Gedächtnis verloren. Wirklich? Das ist deine Ausrede? Lassen wir das, ja? Es ist nicht, was du denkst. Es hat mir gezeigt, wie sehr ich dich liebe. Ich will sowas nicht hören. Nichts davon. Oh, ich glaube, die Jenne war es ein bisschen pisst. Dann müssen wir uns wohl wieder trennen. Das gefällt mir nicht, aber ich verstehe es. Die Uhr tickt. Das tut sie. Warum teleportiere ich dich nicht nach Velen, damit du sofort da bist? Kommt nicht in Frage. Ich reite, sobald ich mich umgezogen habe. Wie du willst. Oh, und du siehst in schwarzem Samt wirklich toll aus. Meinst du? Vielleicht kann ich mir eine Rüstung damit füttern lassen. Viel Glück, Jen. Dir auch. Und wenn du wissen willst, was in der Welt passiert ist, während du und Wesemir durch die Wildnis gestreift seid, rede mit Botschafter Va'atre. Das ist er, da drüben. Geralt, ich weiß, dass Krieg herrscht und so weiter, aber bitte spiel nicht den Helden, ja? Geh einfach den Hinweisen nach und komm dann zu mir, gesund und munter. Ich werde auf dich warten. Alles klar, Yennefer. Das machen wir so. Ich möchte aber noch ein paar Bücher nehmen. Sie, die da weiß. What? Wow, Yennefer. Okay, und erstmal magisches Portal. Ja, läuft bei dir. Ich wünschte, ich könnte das auch. Okay, was kann ich hier sonst noch? Da kann ich mir noch was nehmen. Ich denke, ich kann mir hier wahrscheinlich noch ein bisschen zu viel nehmen. Na, ich gucke mich aber jetzt nur noch hier hinten um und danach, wenn ich denke ich mal den Part beenden. Ein Schwert gegen Hexen. Oh nein, das hatte ich eben schon mal aufgenommen, ne? Oh, na, ist egal. Erz? Was war? Hallo? Hallo? Der letzte Wunsch! Oh, das scheint ein langes Buch zu sein. Na, vielleicht mache ich ja doch pro Part ein Buch. Dann werden die Parts zwar wieder sehr kurz, aber. Ich brauche so erstmal die Zeit dazu. Was, die gesammelten Verse von ganz alte. Alle Verse von Gonzal! Das war's schon? Wow. Ich dachte, das wäre jetzt hier das übelste Megabuch. Moment. Ich kann mir das Bild von der Siri angucken. Die Narbe ist gut verheilt. Hat die eine Narbe? Rostiges Brotmesser! Ne, Brotmesser brauche ich jetzt nicht. Ein Schwert gegen Hexen, das nehme ich jetzt nicht zum dritten Mal mit. Die wilde Jagd? Okay, da können wir was über die wilde Jagd lesen, ist auch schon mal gut. Adelslinien des Nordens. Nehmen wir auch mit. Gut. Was können wir hier noch aufnehmen? Brief an Yennefer. Oh, den lese ich aber jetzt. Oder? Ja, guck mal. Den lese ich noch schnell. Yennefer, meine liebe Freundin, hab Dank für deinen Brief. Vergib mir, dass ich nicht auf deinen kürzlichen Versuch reagiert habe, mich per Megaskop zu erreichen. Mich per Megaskop zu erreichen, okay. Ich versuche, meine magische Kommunikation auf das Allernötigste zu beschränken. Man weiß ja nie, wer zuhört, nicht wahr? Ich bin entzückt, dass du eine Position am Hofe unseres gnädigen Kaisers gefunden hast und wünsche dir viel Glück bei der Suche nach seiner Tochter. Es ist gut zu wissen, dass Emhyrs Pläne für sie etwas, wie soll ich sagen, moderner geworden sind. Vielleicht ist unter diesen Umständen doch eine Einigung hinsichtlich der Lage möglich.
Um deine erste Frage zu beantworten, kann ich zweifelsfrei bestätigen, dass Siri nirgendwo südlich der Yaruga aufgetaucht ist. Glaub mir, ihre magische Signatur würde ich im Schlaf erkennen. Ich habe lange nicht mit Triss gesprochen. Ich weiß nur, dass die Lage in Novigrad sich sehr verschlimmert hat. Sie erwähnte, dass sie überlegte, nach Kovir zu fliehen, doch fürchte ich, dass die aktuellen politischen Umstände dies zu einem undurchführbaren Tagtraum machen. Ich hoffe, dass ich bald in Vysima zu dir stoßen kann. Zunächst jedoch muss ich mich um meine unglückliche, doch dringlichen Angelegenheiten in Beoglea kümmern. Mit wärmsten Grüßen, Fringilla Vigo. PS, danke für die Neuigkeiten über Geralt. Er landet doch immer irgendwie auf den Füßen, nicht wahr? Woher kennt er mich? Hallo? Ist das ein Stalker? Mein Spaß. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war's für den Part. Wir haben heute jetzt nicht so viel gemacht, aber wir haben heute ein bisschen getalkt und wir sind mit der Story vorangekommen. Wegen den Büchern, ich werde auf jeden Fall jetzt Tweets machen, wie ihr das haben wollt. Also, wenn ihr da irgendwie eine Idee habt, könnt ihr mir das gerne schreiben. Ansonsten muss ich mir was halt überlegen. Und, ja. Gut. Dann sehen wir uns im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schaltet da wieder ein. Das würde mich sehr freuen. Und ich sage bis dahin, tschüss.